Hello, my friends. Gute Nachrichten, heute ist One Dead in die Battle Royale Rotation reingekommen. Ziemlich cool, da gibt es nämlich ein paar Easter Eggs abzuholen. Zwei davon sind besonders wichtig, also ein Waffenbauplan eben und ein Anhänger, das sich ein bisschen mehr lohnt als zum Beispiel ein Ladebildschirm, was jetzt nicht so was Besonderes ist. Und das Coole ist, dass diese beiden Easter Eggs auch noch sehr leicht zu holen sind. Also in dem Sinne, jetzt ein Hinweis darauf, wie man das Ganze holt. Es gibt noch mehr Easter Eggs und zwar haben wir heute im Livestream auch auf Al-Masra noch den Zombie-Skin geholt für den Wagen. Für den Kombi. Mega cool, auch sehr leicht zu kriegen. Sollte jeder gemacht haben während dem Halloween-Event. Bloß nicht verpassen. Und es gibt noch eine Aktion beim Pharao, die man auch nicht vergessen sollte. Also alles in der Zusammenfassung. Und wenn ihr mal live dabei sein wollt, wir sind immer Freitag bis Sonntag ab 11 Uhr morgens auf YouTube beim Eskalieren. In dem Sinne, hier die Zusammenfassung. Das erste Easter Egg ist auf Wondel und zwar oben im Friedhof. Also auf dem Friedhof. Und zwar müsst ihr da einfach landen im Battle Royale Modus. Da ist der One Dead Modus aktiv. Und ihr könnt im Dreier Modus und im Vierer Modus hier auf die Map gehen. Ich selber habe es ein paar Mal als Solo versucht. Das Problem ist, dass wir in diese Kapelle hinten müssen. Und diese Kapelle ist so überlaufen von Spielern. Dadurch, dass es halt immer Dreier- und Vierer-Teams sind, haben wir da 8, 12 Spieler teilweise. Es ist absolut krass. Und ganz alleine sich dadurch zu kämpfen, ist doch ein bisschen schwer. Und ja, wenn ihr da direkt hin möchtet, am besten im Dreier- oder Vierer-Team und versuchen als erstes direkt bei dieser Kapelle zu landen und da das Buch zu aktivieren. Und zwar ist das so, dass in dieser einen Kapelle der ganze Bereich so ein bisschen grünlich markiert ist und in der Kapelle selbst ist ein Altar, auf dem ein Buch zu sehen ist. Und dieses Buch muss einmal aktiviert werden, das kann von jedem Spieler aktiviert werden. Das heißt von einem Spieler eures Teams, von euch selber oder aber auch von einem Gegner, spielt keine Rolle. Aufgabe ist es nur, dass irgendjemand in dieser Runde dieses Buch aktiviert. Und ja, das Ganze wird, wie gesagt, hart umkämpft. Die ganze Zeit, ihr werdet da keine Ruhe haben. Deswegen stellt sich die Frage im Nachhinein, ob es überhaupt notwendig ist, zu diesem Altar zu gehen, weil ihr ja auch das Ganze von einem Gegner aktivieren lassen könnt. Das heißt, im Grunde genommen könnt ihr eine Runde starten und den Friedhof komplett ignorieren, also sozusagen den ersten Teil dieses Easter Eggs komplett weglassen und direkt zur Windmühle fliegen. Das könnt ihr solo machen, im Team machen, spielt überhaupt keine Rolle. Und jetzt ist es so, dass ihr sozusagen darauf hofft, dass irgendjemand auf dem Friedhof das Buch aktiviert. Und das ist halt immer der Fall, weil ihr habt vorhin gesehen, wie viel da los ist. Das heißt, ihr geht einfach hin und hier seht ihr, das Ganze wird in der Windmühle aktiviert. Die Waffe erscheint in der Mitte des Kreises. Das heißt, irgendjemand hat das Buch aktiviert. Ihr könnt hier die Waffe nehmen. Und sobald ihr die Waffe habt, das ist die SO14 in der Easter Egg-Variante, gehört sie euch. Ihr müsst nicht mal überleben, ihr könnt direkt sterben. Das ist total cool. Und das Geile ist auch, das ganze Team kriegt die Waffe. Also nicht nur ihr, sondern einer aus dem Team muss sie nehmen. Und dem ganzen Team ist das Easter Egg geschenkt. Das zweite der vier wichtigen Sachen ist ebenfalls auf Wondel. Da müsst ihr ein Schachbrett besuchen. Das ist südlich des Museums. Hier geht es darum, dass eine Schachfigur fehlt. Das Pferd, das hat 3 Spawnpunkte, das zeige ich gleich. Und dieses Pferd müsst ihr auf das Schachbrett bringen, indem ihr sozusagen es zu euch kommen lässt, indem ihr es nicht anschaut. Jedes Mal, wenn ihr es anschaut, steht es still. Wenn ihr euch wegdreht, bewegt es sich. Und ich sage euch jetzt mal in der Originalvertonung, wie das aussieht. Hier werden sie geholfen. So, jetzt aber. Toi, toi, toi. Daumen drücken, Daumen drücken. Let's go. Okay, 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 okay. Rechts rum, rechts rum. Warte mal, oder? Ja. Mut zur Lücke, Mut zur Lücke. Warten, warten, warten. Also gut, Soldat. Markiere einen Absprungpunkt. Soldat. Also gut, Soldat. 5, 4, 3, 2, 1. Go, go, go. Früh den Fallschirm. Um zu gucken, wer hier landet. Okay, okay, sieht diesmal sehr gut aus, Leute. Sieht sehr gut aus. Oh mein Gott, Leute, wir sind alleine. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Okay, also hier ist ein Spawn, das weiß ich noch. Okay, jetzt muss ich überlegen. Der zweite Spawn. Auswendig weiß ich jetzt auch nicht, aber der müsste hier irgendwo sein. Und der dritte muss hier hinten sein. Das ist so ungefähr im
diesem Dreieck angeordnet. Was habe ich? Ja, die Tempos. Ja, hier ist das Pferd. Okay, obere Position. Es ist immer drei Pussys, das war jetzt die obere. Also, es ist immer so ein Dreieck, muss ich sich vorstellen. So eins, zwei, drei. So wie ein Dreieck hier. So sind die angeordnet. Und das war jetzt die letzte Position. So, jetzt laufe ich rückwärts. Ich ping jetzt erstmal den Friedhof nochmal an. Sag mal Friedhof, Schachbrett. Und jetzt versuche ich so rückwärts. Kann ich hier runtergehen und folgt er mir dann? Ah, da ist er. Guck mal, doch, guck mal. Ist das geil. Unheimlich so ein bisschen, ne? Geil, ey. Lol, wo ist er? Pferd? Mein Pferd ist weg. Also komplett weg. Da ist mein Pferd. Aber es ist nicht mehr rot. Oh. Oh. Ja, es ist wieder da. Pferd ist wieder da. Mein Pferd ist da. Ja. Der ist einfach stehen geblieben. Okay. Kommen Sie, Pferdchen. Yo. Yakes. Da. Keine Herausforderung, schließt das Schachbrett Easter Egg ab. Nice. Okay, jetzt vielleicht noch überleben und dann haben wir es geschafft. GG's. So, gucken wir uns das Ganze mal an. Okay, also das ist jetzt die Easter Egg-Zusammenfassung. Einmal der ist so 14 und dann das Pferdchen an der Seite. Dieses kleine süße Schachbrettfigur. Im Hellen muss ich sagen, ja, der grüne Vordergriff sieht ganz nice aus. Die Runen sehen geil aus, aber die Waffe brilliert, glaube ich, so optisch gesehen im Dunkeln, ne? Also in dunklen Bereichen. Da sieht die schon sehr, sehr geil aus. Aber ja, that's it. GG's. Das sind so die, ich würde sagen, das sind die wichtigsten zwei Easter Eggs. Es gibt noch ein paar kleinere Sachen. Ja, aber ich würde sagen, das sind so die beiden wichtigsten. Nummer 3 von 4 ist ebenfalls super easy. Und zwar ist das, einen Zombie zu überfahren. Dazu nehmt ihr einfach diese Portale, wo ihr zu Butcher reingeht, wo der Altar von Lilith ist und wo ihr dieses Ritual starten müsst. Das gibt's auf Al-Masra. Da geht ihr einfach hin und lockt einen Zombie raus, weil in diesem Bereich habt ihr einen Didos-Effekt, das heißt, mit Fahrzeug kommt ihr da nicht hin. Ihr müsst also einen Zombie weglocken zu einem Fahrzeug, was ihr in der Nähe abgestellt habt, und überfahrt dann den Zombie und bekommt dann die Zombie-Tarnskin für den Kombi. Hab hier einen Truck. Komm, Zombie! Komm, Zombie! Oh, ja. Ja, ich hab doch gesagt, das Ding kommt zurück. Jungs! Ich komm gleich helfen. Ich muss erst Zombie. Ich muss mich um den Kleinen kümmern. Dann helfe ich. Komm her, Zombie. Komm her, Zombie. No way. Ich fühle mich gerade wie bei der Schachbrettaufgabe. Okay, bleib hier stehen, Zombie. Bleib hier stehen. Bleib da stehen. Nee, I can't even get you if you want to. Yo, I got it, guys. Correct. Freigeschaltet, geheime Herausforderung. Geil. GG's. Ja, ich bin gespannt. Ich glaube, das könnte einer der besten Skins sein, ohne Witz. Also, wir gucken mal, aber ich hab die als schöne Skin in Erinnerung. Weißt du, warte mal, lass mal gucken. Ändern. Fahrzeuge. Kombi, ne? Kombi. Oh, hier. Oh, sieht auch geil aus. Oder? Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich finde, das sieht geil aus.
Und die Nummer 4, die noch übrig bleibt, ist der Pharao. Und hier ist es so, das kann man auch super, super gut solo machen. So als kleine Herausforderung vielleicht. Jedenfalls geht es darum, zum Pharao zu kommen und die Aufgabe zu erfüllen, ihn zum Leben zu erwecken. Und er sagt euch ja auch, ich brauche von euch diese Schädel, bringt mir diese Schädel und kriegt eine Belohnung. Und genau das ist der Punkt. Ihr erfüllt also die Aufgabe. Und dann, wenn der Pharao kommt, schießt ihr einfach nicht auf ihn. Das ist alles. Einfach nicht auf ihn schießen. Okay, so langsam doch ein bisschen enger, als ich dachte. Wir haben jetzt den letzten Schädel. Auch mehr Platten. Ich hätte da vorhin weniger Platten fallen lassen sollen. Wow, 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 wow. Mit den Ich komme. Der Druck hat eine unserer Marken gesichert. Ja, ja, ja. Oh, Druck von allen Seiten. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Ich hätte echt mehr Platten mitnehmen sollen. Oh, okay, 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 okay. Platten. Oh, keiner Platten fallen gelassen. Egal, Pharao, ich bin bei dir. Mein Herr und Gebieter. Ultra 1, Achtung, ein feindlicher Trupp hat einen unserer Erkennungsmarken gestohlen. Deine Treue bringt dir einen Platz an meiner Seite ein. Jawohl, Meister. Mein Meister. Master. Vielen Dank, Master. Ja, Blattkiste. Danke, Meister. Es war meine Ehre, Meister. 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 Gneister, Meister. So, jetzt haben wir ihn befreit, ohne ihn anzugreifen. Und damit kriegen wir jetzt dieses wunderschöne Fahrzeug hier. Oh, Platten, ja. Geil. Da-da-da. So ein Riesenfahrzeug für uns alleine. Das ist krass. Einmal einsteigen. Yo! Hupen. Nice. Das war jetzt die Belohnung, wenn man den Pharao nicht angreift. Und damit können wir eigentlich... Joa, wo gehen wir jetzt hin? Wie Zeit haben wir eigentlich noch? 5 Minuten. Ich glaube, wir haben jetzt wirklich alles abgeschlossen, ne? Also alles, oder?